Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Marvin, herzlich willkommen zurück in der Dynamo-Familie. Wie sehr freust du dich, dass du wieder ein Teil des Vereins bist, wo du einst deinen ersten Profivertrag unterschrieben hast? Ja, ich bin unfassbar stolz darüber, dass ich endlich hier zurück sein darf und mir die Möglichkeiten gegeben worden sind, dass ich hier die 10 Monate vor allen Dingen Fußball spielen darf. Ich nehme das sehr ernst und ich möchte Dynamo Dresden wieder nach vorne bringen und bin einfach froh, weil auch meine Familie hier lebt, von meiner Frau die Familie hier lebt, und deswegen bin ich einfach dankbar, dass ich hier sein darf. Jeder, der dich heute tagsüber beobachten konnte, als du den Medizincheck gemacht hast, als du dich hier im Trainingszentrum vorgestellt hast, die Freude ist ehrlich. Was bedeutet dir die Rückkehr nach den letzten Jahren? Du hast auch ein paar negative Erfahrungen gesammelt, hast bei Wolfsburg gespielt, in Nürnberg gespielt, zuletzt bei Greuther Fürth gespielt. Was bedeutet dir wieder, dass du das Trikot von Dynamo Dresden tragen zu dürfen? Ich glaube, was Größeres hätte ich mir aktuell nicht gewünscht. Wie du schon sagtest, ich hatte es enorm schwierig die letzten 3 Jahre. Und dass mir Dynamo da entgegengekommen ist und mir die Möglichkeit gibt, bin ich einfach dankbar dafür, dass ich hier wieder mein Können zeigen kann. Und ich möchte nichts anderes, außer meine Leistung auf den Platz bringen und möchte vor allen Dingen der Mannschaft nehmen und auf dem Platz halt weiterhelfen. Und ich glaube, dass ich einen positiven Schub nochmal in die Mannschaft auch geben kann. Du hast in der Aufstiegssaison 2015, 2016 sportlich unglaublich performt, hattest unglaublich viele Vorlagen. Wie sehr hoffst du, dass du da anknüpfen kannst? Du hast damals in der dritten Liga gezeigt, dass du ein unglaublich guter Fußballer sein kannst. Ja, man sagt ja immer, man legt seine Messlatte selber so hoch. Natürlich will ich da wieder anknüpfen. Ich will natürlich so viel wie möglich der Mannschaft Assists geben, natürlich auch Tore schießen. Aber letztendlich ist das auch eine Formsache, da wo ich mich letztendlich wieder rein entwickeln kann. Ich habe gemerkt, dass ich in den letzten Jahren viel an mir arbeiten muss, körperlich, auch menschlich. Und das habe ich getan und ich bin einfach froh, hier zurück zu sein und letztendlich meine Leistung für die Mannschaft auf den Platz zu kriegen. Du kommst hier in eine funktionierende Mannschaft rein, die eine tolle Stimmung hat. Wie sehr freust du dich darauf und wie sehr bist du auch bereit, dich erstmal hinten anstellen zu müssen, weil du hast die komplette Vorbereitung nicht mitmachen können? Ist das ein Problem für dich oder sagst du dir, nee, ich bin jetzt hier neu und werde erstmal schauen, wie ich zurechtkomme? Nein, ich sehe das eigentlich recht entspannt. Wie gesagt, ich bin froh, dass Dynamo mir die Chance wieder gegeben hat, mich hier unter Vertrag genommen hat. Ich stelle mich auch natürlich hinten an. Wenn ich reinkomme, weiß ich, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann. Und wenn ich von Anfang an spiele, dann kann ich auch der Mannschaft helfen. Und das entscheidet letztendlich der Trainer. Und ich sehe das alles als neue Kapitel, Neuanfang. Ich habe mich auch dazu entschlossen, die 13 zu nehmen. Habe mich letztendlich dazu entschlossen, weil ich 2013 das erste Mal meinen Profivertrag hier in Dresden unterschrieben habe. Und das halt alles auf Null drehe und letztendlich deswegen die 13 nehme und wieder hier performen möchte. Jeder, der dich kennt, weiß, dass du ein Herzmensch bist, aber auch ein Familienmensch. Was hat denn deine Familie gesagt, als klar war, du kriegst die Chance und kannst wieder für Dynamo Dresden spielen? Ja, meine Mama hat heute Geburtstag. Die habe ich angerufen, war völlig aufgelöst. Natürlich mein Papa auch, der hat mir jetzt enorm geholfen, auch die letzten Tage. Er hat mit mir das Auto beladen, ist jetzt die Tage mit mir hergefahren. Und meine Frau natürlich auch in die Luft gesprungen und sich gefreut, weil für uns bedeutet das nicht nur, ich spiele Fußball wieder oder sonst was, sondern, wie du schon sagtest, wir haben so viele familiäre Dinge hier in Dresden, was uns einfach so verbindet, und ich bin einfach froh, dass ich dir wieder Hallo sagen konnte, dir in die Augen schauen konnte, dass ich einen Christian wieder Hallo sagen konnte. Ich kann es kaum erwarten, den Tobias Lange morgen wieder zu sehen, und
natürlich ein Harti, ein Wiege auch. Und da kriege ich auch wieder Gänsehaut gleich, weil das ist wirklich Wahnsinn. Du hast in den letzten Jahren viel erlebt. Ich habe es vorhin schon gesagt, da waren auch negative Dinge dabei, aber auch sehr viel positive. Du bist jetzt verheiratet, bist Papa. Was hast du übers Leben gelernt in den letzten Jahren, seitdem du Dynamo Dresden verlassen hast? Dass das Leben kein Zuckerschlecken ist, letztendlich. Ich habe den Profifußball wirklich kennengelernt, wie er wirklich sein kann, wie schnell man auch fallen kann, letztendlich. Aber was halt Fußball vor allen Dingen ein Tagesgeschäft ist. Vor allen Dingen, wie du schon gesagt hast, ich habe geheiratet, meine Frau steht enorm hinter mir und vor allen Dingen die Antonia, die jetzt 2 ist, steht auch enorm hinter mir, ich stehe auch enorm hinter sie und sie gibt mir immer wieder neue Kraft und ich habe gelernt, dass ich letztendlich für meine Familie alles tue und mache und letztendlich einfach, ja, ich bin gereift, einfach in allem bin ich gereift, ich bin einfach erwachsener geworden, ich bin nicht mehr der kleine Marv, der sonst wie rumgesprungen ist hier, natürlich bin ich immer noch der Marv, der Spaß macht und alles, aber mich hat die Zeit sehr geprägt, hat mich stark gemacht und enorm einen Kern in mir gemacht, was nicht so leicht zu brechen ist mehr. Hast du schon das erste Trikot für deine Tochter bestellt mit der Rückennummer 13 oder wann passiert das? Nee, leider nicht. Aber das wird schnellstmöglich passieren, dass ich natürlich auch, dass alle zu Hause gut verpflegt sind mit den Trikots. Schön, dass du wieder bei uns bist. Die Rückennummer 13 soll dir viel, viel Glück bringen in den nächsten Wochen und Monaten. Nutz die Chance und schön, dass du wieder ein Teil von uns bist. Dankeschön und ich freue mich sehr auf die Zeit.